So, da sind wir zum Nachbericht und wir sehen, ja, 1-0 verloren, ja, wieder mal bessere Chancen rausgespielt. Die haben wieder mal ein Tor nur durch den Standard geschossen, weil wir zu viele Gegentore nach Standards kriegen. Das kann doch gar nicht sein. Wie viele Tore haben wir schon gegen Standards gekriegt? Zu viele einfach. Und es hätte heute auch nicht sein müssen. Wir hatten zweimal hundertprozentig wir. Einer knallt gegen die Latte, das ist Pech. Die eine gegen. Knapp am Tor vorbei. Oder ne, der Hater Weltklasse oder so, ne? Ja, Weltklasse Reflex. Also, wenn nicht, dann liegt es an uns. Oder der Torwart ist wieder so super. Jan Zimmermann. Ich finde den ja in Wirklichkeit nicht so klasse. Da gibt es bessere deutsche Torhüter. Hat ja auch nur zwei Sterne. Hat eine 62, ne? 62, keine starken Reflexe. Wir gucken uns jetzt mal da direkt an. 68, 2,5 Sterne, super Werte. Einfach krasse Werte für sein wenigen Talent. Sonst Tomala hat wieder mal gut gespielt, die anderen waren alle scheiße. Ich sag's einfach mal knallhart, außer Jenicke und Reck sind die alle Mist gewesen. Wir gehen mal in die Statistik. Und außerdem kann ich auch gleich noch ansprechen. Will ich mir eigentlich gar nicht angucken. Also wir werden auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall, wenn ihr wollt, muss ich ja auch euch fragen, ne? Wenn ich wieder ein FM anfangen soll, also neben, also um 10 oder so, also um 10 und dann um 16 Uhr, ein Let's Play würde ich mit einer englischen Mannschaft aus der vierten, dritten Liga anfangen, die wenig Geld hat, die abgestiegen ist. Ja, nacheinander, immer wieder abgestiegen. Ich glaube, 3 Jahre hintereinander abgestiegen, weil sie einfach keine finanziellen Mittel gefunden haben, ihre Mannschaft gut aufzuwerten. Ja, weil Inter Mailand läuft nicht mehr, habe ich das schon mal erwähnt? Nee, glaube nicht, weil der Speicherstand abgekackt ist. Ne, passiert einfach mal. Ich hätte gerne auch mit Inter erstmal kurz weitergespielt, mal gucken, was da noch passiert wäre, aber geht nicht, leider. Hätte mir bestimmt auch Spaß gemacht. Und ich kann euch sagen, ich werde DFB-Pokal. Ja, da wird es so eine kleine Überraschung geben im Halbfinale, ne? Ihr werdet es dann schon mal sehen. Ich kündige es schon mal an. Könnt euch das in 4 Tagen oder in 5 Tagen müsste die Folge dann rauskommen. Also die Folge kommt am Samstag oder am Sonntag raus, die Woche, am 10. Ja, das heißt, nächste Woche Samstag oder nächste Woche Freitag müsstet ihr es schon sehen. Oder werdet ihr es dann sehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das dann, wie ich es dann so hinkriege. Ne? Wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Wir sehen, Buchbach verliert 3-0 gegen Jena. Bayern 2. gewinnt gegen Stuttgart. Unterhaching gewinnt gegen Erfurt. Okay, da hinten wollen sie jetzt eigentlich mal rauskommen. Haben jetzt auch schon 35 Punkte, die Unterhachinger. Regensburg gewinnt jetzt auch gegen Duisburg 3-0. Dortmund gewinnt gegen Halle FC 3-0. Darmstadt gewinnt 3-1 und kommt wieder mal ein bisschen weiter raus mit 28 Punkten. Rostock verliert heute gegen Wien Wiesbaden. Chemnitz gewinnt 2-1 gegen Trier. Haben jetzt schon 31 Punkte, sind jetzt vorbei an Hannover. Und FSV Frankfurt, ja, zieht nochmal nach vorne, weit weg. Mit 55 Punkten haben sie sich nochmal stark rangekämpft. Und wir sehen hier, also das hier hinten ist auch sehr spannend. Rostock, Darmstadt, Hannover, Chemnitz, das sind alles nur 3 Punkte. Also alle 3 Punkte-Spiel. Da wird es nochmal richtig schwer. Gegen wen müssen wir nächste Woche? Gegen Jena, ein Verfolgerduell. Also wir sind ja durch, genau wie TSV Buchbach. Okay. Sind ja noch 7 Spiele, kann eigentlich noch alles passieren, aber wir sind eigentlich vom Abstieg sind wir weg. Würde ich jetzt eiskalt behaupten. Ja, dann gehen wir mal in die Stimmen.
Oder wollen wir mal in die zweite Liga? Ja, gucken wir mal in die zweite Liga. Freiburg, oh mein Gott. Freiburg, St. Pauli, Lautern, Ingolstadt, Nürnberg und München. Die können alle noch um den Aufstieg kämpfen. Hier, das ist mehr knapper hier, diese nicht diese 6 Punkte, sondern Ingolstadt, Freiburg, St. Pauli und Lautern. Also das ist ein Verfolgerduell, das geht ja gar nicht mehr. Cottbus hier, 31 Punkte wie Karlsruhe. Dann ist Arminia Bielefeld, die heute Gladbach geschlagen haben. Aha. Eigentlich nochmal Applaus dafür durch Fabian Klos, die ganze Mannschaft, die war wieder super. Wir sehen VfR von 15 auf 18, also fuck. Was haben die denn gemacht? Die haben verloren gegen Dresden und die anderen haben alle gewonnen, oder was? Ja, Aue gewinnt und Bielefeld gewinnt. 3-1 gegen Karlsruhe, Aue gewinnt, 4-0 gegen Braunschweig. Also das sind Ergebnisse. Oh, wir sehen, Fürth ist abgeschlagen, letzter. Dann Köln, ja, die kannst du eigentlich auch schon fast abschreiben. Düsseldorf, Leipzig, Bremen, Frankfurt und Hertha bis Hannover, die kämpfen alle noch um den Abstieg. Ne, das wird schwer. Hannover hat auch heute 7-0 verloren. Das ist schon eine derbe Klatsche. Jetzt gehen wir mal in die Stimmen. So, Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung. Dennis Tomalla. Okay, was sagt denn der Trainer Franz Reutner? Wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Im Großen und Ganzen haben wir aber nicht zugelassen. Wir wollten schnell in das Spiel hineinkommen und dies ist uns mit einem Tor am Anfang auch sehr gut gelungen. Ich bin glücklich, dass wir hier drei ganz, ganz wichtige Punkte mitgenommen haben. Okay. Ja, glücklicher kann es eigentlich nicht gehen, ne? Wir haben einfach nur Pech vorm Tor. Wir sind einfach schlecht. Spieler, Mannschaft der Woche. Ja, Platz. Land. Also viele Frankfurter, drei Jena. Teamleistung war heute schlecht. Insgesamt haben wir eine 3,41, beste Spieler. Ja, da können wir uns heute nicht mehr zählen. Also wir haben so schlecht gespielt. Das war das schlechteste Spiel der ganzen, ich würde mal sagen, nee, der ganzen Saison glaube ich noch nicht. Es war aber schon sehr schlecht. Okay, hier wird nochmal gewechselt. So, Jena, Andreas Zimmermann. 14.000, also komplett ausverkauft. Ach, ey. Elis Lüschi verlängert seinen Vertrag. Und, oh, Chelsea gewinnt gegen Arsenal 3-2 und Bayern gewinnt 2-0 gegen United. Also wir sind drei englische Vereine hier. Das ist schon krass. In Wirklichkeit sieht es ja nicht so gut aus. Und, oh, Leverkusen gewinnt zu Hause 4-2. Also da scheint alles noch drin zu sein für die Leverkusener. Blöd ist bloß, dass sie zwei Gegentore gekriegt haben. Was kann ihnen das Genick brechen? Weil wenn Anderlecht zwei Tore schießt, also 2-0 gewinnt, dann ist Leverkusen auch raus. Ja, man könnte sagen, es ist schon vorentschieden. Aber wir haben schon mal gesehen, was Valencia schon imstande gebracht hat gegen Basel. Also ich glaube, die können auch ein 4-0 gewinnen gegen Liverpool, auch wenn es Liverpool ist, das könnten sie schaffen. So, gehen wir mal da auch weiter. Überall schon Halbfinale und Tim Hofmann ist wieder fit. Scouting abgeschlossen. Gehen wir mal in die Nachrichten. Klause 3100. Ansprache fehlgeschlagen, natürlich. Angebot der Tribünennamen. Summe erhöhen. Okay. Unterschreiben wir. 38.000 ist okay. Scouting abgeschlossen. Oh, Sandro Wieser. Ja,
okay. Tim Hofmann ist wieder Scouting abgeschlossen, ja. Verlängert seinen Vertrag. Enis Alushi auch. Erste Mannschaft, Tim Hofmann für Jan Schlegel. Neupert eine Achterform jetzt durch das blöde Spiel hier gerade. Harald Bunimeier 62 ist nicht stark genug. Da finde ich einfach eine 64 sicherer. Starten wir erstmal das Spiel hier. Ja, sonst läuft es doch eigentlich bei uns. Wir sehen, oh, Kloppenburg, also wir haben schon wieder verloren auswärts. Weil ich hätte, zu Hause, ich hätte es gar nicht gedacht. Philipp Suchan, senkrecht Starter der Saison, Drittbester, schön. Mit seinen 19 Jahren, Jena gegen Kloppenburg. Form und Saison super. Gehen wir mal in Nachrichten. So, Spieler. Bericht, Ulrich Lose 3,5, trotzdem bester Mann. Also wir werden da hinten immer schlechter. Gespräche, auf jeden Fall Gespräche. Tim Hofmann, du hast gut trainiert. Das Kevin Westerfeld natürlich auch wieder mal sagen, wir sehen Teamdynamik in der 404, ist schon krass. Und dabei läuft nicht mal alles. Das ist schön, dass die Mannschaft so stark ist. Ja, keine Ahnung, warum wir denn so eine starke Teamdynamik haben, weil ja, so viel, so eine überragende Saison spielen wir auch nicht. Ich spiele eine solide Saison im Mittelfeld. Natürlich könnte man sagen, durch den DFB-Pokal, weil wir da so stark sind, verstehe ich das dann doch. Aber es kann ja nicht alles heißen. Nur alles Gute zum Geburtstag. Gewinnt 2 Moralpunkte. Okay. Unfaire Gehälter. Tim Hofmann und Philipp Suhan. Den kann ich bestimmt immer noch nicht. Grundgeld. Nee. Tim Hofmann, Grundgeld. Auch nicht. Dann gehen wir mal gleich in die Taktik rein. Nee. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr da findet oder was, wie ihr dazu steht mit dem neuen FM Let's Play. Natürlich wird das hier weiterlaufen um 12 Uhr und um 18 Uhr, aber das andere kommt dann um 10 Uhr und 16 Uhr. Oder vielleicht auch einfach nur eine ganze Folge um 14 Uhr. Damit wir um 10 Uhr, um 14 Uhr und um 18 Uhr eine Folge hätten. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mache, aber so könnte man sich ja vorstellen. Westerfeld bleibt dran. So, Linus Dahl. Super Flankenkanner. Das ist dann also deine Aufgabe, Gerdes. Yves Brinkmann. Flankenkanner der auch. Finde ich eigentlich überhaupt nichts. Wäre auch mal schön. Was ist die Schwäche von denen? Nirgendwo haben die eine Schwäche, ohne Vorgaben. So machen wir lieber hier so wieder, 65. So sah das schon besser aus. Finanzen, da war alles in Ordnung, ne? Infrastruktur, also wie viel haben wir eigentlich eingenommen? Gegen Gladbach 8000 und gegen Dortmund nur 3500. Gegen Hannover 9850, aber ist ja auch ein Nordderby. Kann man denn irgendwie verstehen? Huh. Wie ihr seht, habe ich jetzt das Wappen eigentlich hingekriegt. Mein Fußball mit euch Wappen. Ich sehe gerade, der André Thom hat mal eine gute Form. Wie kommt das denn? Weil er eine 2,5 gegen Neustrelitz hatte. Stefan Boll, Julian Bennert, hat er mal wieder getroffen? Nee. Junge. Ja, scheint er wieder getroffen. Julian Bennert.
Ja, gegen ETSV Weiche hat es aber was gebracht, das ist immer die größte Frage. Mhm. Ja, das war 1-0 Siegtreffer. Schön. Und damit kommen sie ein bisschen weiter raus, wie ich gerade sehe. 31 Punkte. Und jetzt ist Lübeck unten. Ah, schade. Wir haben einen super Stürmer durch Henrik. Oh, wer ist er denn hier? Gleich mal ins Blickfeld nehmen und scouten. Das sind so eine, diese kleinen Kollegen, die man so findet, wenn man ein bisschen die Ligern so durchguckert. Also der gefällt mir schon, der Franzose Rom Lofré. Jenike. Training, nee, können wir, haben wir Verträge, haben wir alles. Jo, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zum nächsten Spieltag gegen Jena. Haut rein, bis dann, ciao.